So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung bei Lazy Lake oder Misty Meadows. Keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird. Ihr wisst ja, wenn man es noch nicht gehört hat, dann kann man es auch nicht richtig aussprechen. So, die Eliminierung würde ich behaupten. Wenn man Glück hat in Gruppenkeile, kommt drauf an, wo die Zone endet, alles schön und gut, aber ich denke mal, dafür gehen wir echt in. Wo gehen wir denn da rein? Normal Solo? Ich denke mal normal Solo. Ich werde euch natürlich auf der Map jetzt gerade zeigen, wo wir genau hin müssen. Aber kurz in eigener Sache, ihr seht ja noch, unten uns fehlen noch 6 Abonnenten für 510 Abonnenten zu erreichen. Das bedeutet, dann kommt auch die nächste Passive-Zahl. Und natürlich an die alten Hasen und euch, ihr seht es ja, Ladebildschirmzeit gleich, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte, lass gerne ein Abo da. Und wenn du neu, ganz neu bist und willst gerne wissen, wie das mit dem Code funktioniert, guck einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich das Ganze dann auch nochmal erkläre. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir einigermaßen schnell die Kills hinkriegen. Warte, den hab ich auch. Warte, wo hab ich den? Ja, dann. Ja, wenn ich ihn da finden würde. Hä? Wo ist denn mein Batman? Transfektiere, Laufband. Ach, da oben. Zack, hab ich auch. Einfach nicht bewegen. So. Lazy Lake ist nämlich hier unten. Da und Misty Meadows direkt daneben. Ist ja die Frage, wo gehen wir hin? Auf jeden Fall schon mal direkt raus. Ruckler sind natürlich wieder vollkommen da. Ich würde sagen, wir gehen erstmal darüber. Wie gesagt, das sind hier die zwei Orte, aber die werde ich euch gleich nochmal auf der Map zeigen, selbst wenn ich sterben sollte. Ja, einer fliegt definitiv mit uns. Ach, das ist doch wie. Oh, wie heißt die? Nicht Polar Peak, das andere. Manche kommen jetzt drauf. Wisst ihr, diese hohen Häuser. Ja, das war es natürlich an der Stelle wieder komplett. Oh, ich will die Waffe nicht. Oh. War das ein. Normaler Raketenwelt. Ich dachte gerade, der sah nämlich aus wie Dings, der sein Ziel automatisch sucht. Vor allem, warum ist das so eine Truhe? Oder sehen hier im Gebiet einfach die Truhen anders aus? Die Truhe hat mich jetzt mal richtig irritiert. Ich will keine Farmers. Wo ist der Gegner? Ist halt schon geil, dass wir jetzt für alles EP kriegen. Boah, Glück gehabt. So, den Kill haben wir schon mal, das ist schon mal wichtig. Ah, ich hab's probiert. Ich wollte mir der Raketenland ein Dings weghauen. Boah, nein! Du Hund! Er hat's geahnt. Mann. Scheiße. Ich habe halt echt gedacht, ich könnte ihn so kriegen. So, probieren wir es direkt nochmal. Wie gesagt, ein Kill brauchen wir jetzt noch. Dann haben wir die Aufgabe nämlich auch schon geschafft. Jetzt fliegen wir einfach mal in den anderen Ort. Lazy Lake müssen wir landen, richtig, ja. In Misty waren wir jetzt. Oh, wie heißt denn noch mal diese alte Stadt? Polar Peak war es nicht. Wisst ihr, noch ein Stück tiefer. Da, wo man sich dann auch zum Baum hoch. Oh, wie ist die Stadt?
kaum ist Season 10 rum, weiß man nichts mehr, was die alte Welt betrifft. Man kennt nur noch Tilted. So, und wie gesagt, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch immer jetzt noch kein Abonnent bist, lass doch gerne ein Abo da. Und nochmal kurz, ihr müsst halt wie gesagt entweder da landen, bei Lazy Lake oder bei Misty Meadows. Ich wette, ich spreche es falsch aus. Und da müsst ihr halt einfach nur einen Kill machen, insgesamt halt 3 Stück, klar. Und dann habt ihr das auch schon geschafft. Ja, jetzt müssen wir natürlich definitiv Lazy Lake, weil Misty werden, glaube ich, jetzt wird kaum einer hinfliegen. Ich weiß gar nicht, wurden die Statistiken jetzt eigentlich zurückgesetzt? Weil eigentlich müsste hier doch sogar noch Matchmaking an sein. Haben sie ja groß vorher gesagt. So, mal was trinken. Boah, wenn die Flasche mal aufgehen würde. So, ich benutze den Trick von meinem Sohn, bei 1000 Metern rausspringen, wenn er nicht gerade am Trinken ist. So, schauen wir mal. Ja, also ich muss sagen, auf dem PC, also bei mir auf dem PC, es ruckelt halt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich die Aufnahme am Nachmachen bin. Weil es ruckelt sogar, wenn ich die Einstellung auf minimal stelle. Also kannst ja nicht an der Grafikkarte liegen im Prinzip. Ach, keine Waffe. Ah, der Anfang ist schon mal ganz gut. Da wieder diese Ruckler. Kaum ist ein Gegner in der Nähe. Schmeckt. Aufgabe auch geschafft. Gut, logischerweise Glück gehabt. Wieder 14.000 EP. Was ist eigentlich der Unterschied? Ah, hier ist anscheinend einfach mehr Munition drin. Gut, aber der Kill war schon ein bisschen mies, muss ich sagen. Hier sind deutlich mehr Raketenwerfer unterwegs als vorher. Ich suche jetzt extra den Kampf. Da! Voll das Spiel am Hängen! Was soll ich da machen? Ich muss da unbedingt dringend eine Lösung finden. Aber ihr habt ja gesehen, Kills sind machbar. In dem Sinne würde ich sagen, seid ihr mal nicht so laut. In dem Sinne, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe. Und Abo nicht vergessen.